Ja, damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Dragon Quest, The Adventure of Dai. Wie ich gestern angekündigt habe, werden wir das heute mal antesten. Heute ist ja der offizielle Release und noch zur Information, ich habe das Spiel schon mal gestartet, also ich bin kurz mal reingegangen. Es gibt mehrere Sprachen. Das Problem ist, wie man schon von Dragon Quest kennt, natürlich Japanisch, Englisch, ne, ich glaube Chinesisch, Koreanisch war das alles gewesen. Ne, Sprache ist natürlich entweder, ne, konnte ich diese auswählen. Natürlich habe ich Englisch genommen. Ich hätte natürlich auch Japanisch nehmen können. Ne, und ja, Text ist natürlich auf Deutsch. Ne, und ich glaube hier. Ja, gut, hier kann man, wie gesagt, eine Textsprache Deutsch, eine Stimmensprache Englisch. Na, wie gesagt, ja, gut, dann war es doch. Also, man ist hier gewesen, naja. Textsprache, na, wie man sehen kann. Ja, und wie gesagt, Sprache war Englisch, Japanisch, wie man sehen kann. Und ich würde mal sagen, gehen wir rein, oder? Mal gucken, was mich erwartet. Ich sag, was uns erwartet. Und, Long ago, ich bin when the gods gespannt. first created this world, three species ruled the land. The humans, the darklings, and the dragons. These days, dragons are considered a type of monster, but they used to be smarter than humans, and most of them could even speak. These three species fought bloody battles for control of the ancient world. The gods lamented this conflict and decided someone should oversee their creation. The gods of dragons, darklings, and humans convened and came to an agreement. To create a being with the strength of dragons, the magic power of darklings, and the heart of humans, an ultimate warrior. The Dragon Knight. If any force should ever hold ambitions to dominate the world, it is the Dragon Knight's duty to wipe them out and administer divine punishment. And I am the one true Dragon Knight, the one meant for this age. But while only one Dragon Knight is supposed to be born, there was an exception. And the other Dragon Knight is you. I want your power, Dai. Now, come and serve me. It's time. Time for you to embrace your duties and destroy what's left of humanity with me. Serve you? Destroy humanity? You're joking! I make no such joke. It's what the legendary Dragon Knights were born to do, after all. Never! I'm on the side of humanity, no matter what you say! It was the Dark Army that took my Master Avon's life. I'd rather die. Okay, es geht auch schon los. Charakterkamerabewegung. Bewege den Charakter mit linken Stick, bewege die Kamera mit dem rechten Stick. Führe normale Angriffe mit X aus. Drücke die Taste mehrmals, um eine Combo auszuführen. Du kannst den dritten Angriff in einer Combo ändern, indem du drei, also Kreuz, ja, X, ich sag X, ne, drückst, wenn der Körper des Charakters aufleuchtet. So kannst du einen Angriff ausführen, der mehr Schaden anrichtet und den Gegner taumeln lässt. Im Gegensatz zu normalen Angriffen haben speziell Fähigkeiten und Zaubersprüche eine große Bandbreite an Effekten. Sie können mit B, Y, B ausgelöst werden. Im Optionsminimum diese zu, ja, brauchen wir natürlich. Nachdem du eine Spezialfähigkeit oder einen Zauber verwendet hast, dauert es bis zu sie. Okay. Okay, das muss ich jetzt mal aufladen, ne? Oder? Verstehst du richtig? Klar, ne? Klar, du sitzt ja ein, klar, muss er jetzt wieder aufladen, ne?
Aber diese kann man natürlich verkürzen, steht hier, wenn man die Gegner dann angreift. Okay, im Kampf gegen besondere starke Gegner kannst du R drücken, um anzuvisieren. Oh, das ist auch sehr gut. Okay. Then I suppose I shall call you by your human name. So die. I shall defeat you as a hero who fights for the humans. If you will not submit yourself to me, this will be your end. Blocke. Das wollte ich gerade sagen. Wie kann man blocken, ne? Hey! Perfekter Block, ich weiß nicht. Oh. Oh. Weg mit dir. Jetzt? Warte drauf. Ach da. Achso, das ist deine Lebenszeige. Baran. Okay. Ah klar. Krieg steht ja auch besiege Baran, ne? Oh, das war. Zu früh. Just how terrifying it is when a true Dragon Knight controls the heavens. I'll turn you to ash. Oh, Victor. Ich bin ja gleich tot. Stand, child. I am far stronger than you ever hoped. Still have my final weapon. That's right. What matter if said, a hero's weapon. The only weapon I have left that might work on you is what lets me face any powerful enemy. And that is my courage! Spezialangriffe entfesseln. Ja, das habe ich gerade gemacht. Doch nicht. Okay, ich weiß nicht. Da liegt es daran, weil wir verloren haben? Ich meine, ich hatte ja nicht mehr so viel. Oder man hat es genügend, nicht mehr so viel Leben. Na. Okay, Kapitel 1. Wie gesagt, das ist jetzt nur so angezockt. Na. Einfach mal testen, ob das was für mich ist. Na, ich, wie gesagt, mag ja die Dragon Quest Spiele, ne? Wie gesagt, die Reihe und einfach mal testen. Na.
Mal gucken, ob, ne, ob wir das dann fortsetzen oder nicht. Na, werden wir sehen. Naja. Gut, Dai hat seine Erinnerungen verloren und kann seine Spezialfähigkeiten nicht mehr einsetzen. Die Suche nach Dais Erinnerungen stehen bevor. Wähle das Quest-Symbol auf der Gebietskarte, um das Abenteuer zu beginnen. Sobald du eine Quest abgeschlossen hast, erscheint eine neue Quest, denke ich mal, ne? Es gibt drei Arten von Quests. Story-Quests, die sowohl Geschichte als auch Kämpfe enthalten. Freie Quests, in denen du deine eigene Gruppe für die Kämpfe zusammenstellen kannst. Und Abenteuer-Quests, die nur aus der Geschichte bestehen. Abenteuer-Quests können übersprungen und später angesehen werden. Okay. Auf den Gebietskarten werden Story-Quests mit einem Schwertsymbol, freie Quests mit einem Flaggensymbol und Abenteuer-Quests mit einem Buchsymbol dargestellt. Behalte diese Symbole während deines Abenteuers. Ja, ich versuch's. Drücke B auf deine Gebietskarte, um zur Weltkarte zu gelangen. Auf der Weltkarte kannst du auswählen, welche Kapitel du spielen möchtest. Einschließlich der Kapitel, die du bereits abgeschlossen hast. Oh, okay. Wait, das bedeutet, die Kapitel, die ich schon abgeschlossen habe, trotzdem angezeigt? Verstehe ich das richtig? On Dermline Island lived Dai, a boy who dreamt of becoming a hero and trained to become a mage under his adoptive parent, Brass. One day, a party of fake heroes came to the island with their eyes set on Gomachan, said to be the only golden metal slime in the entire world. The group deceived Dai, who had mistaken the imposters for the heroes he idolized, and abducted Gomachan. However, as the fake heroes attempted to present Gomachan to King Romos on a ship offshore, Dai successfully rescued his friend. Moved by the boy's gallantry as he fought for his friend, King Romos praised Dai and awarded him the Crown of Champions. A little later, Princess Leona of Papnica Kingdom came to the island to perform a ritual with the Bishop Temujin and the Sage Varin. Leona's tendency to bluntly speak her mind annoyed Dai at first, but as they worked together, the pair slowly began to bond. However, shockingly, it turned out that Temujin and Varin were scoundrels driven by greed, plotting to betray and kill Leona. Once Dai vanquished the evil scorpion they dispatched, he and Leona were confronted by an even greater threat, the killing machine. Dai's explosive anger and desperation to save the princess made a strange mark manifest. Using the mark's power, he rescued Leona. Leona, having safely completed the ritual, exchanged a promise with Dai to meet again in the future before departing the island. Although Dai had overcome a great many ordeals, the hard-won peace was not to last, for graver troubles yet lied in wait. Okay, ich lasse meine Cam erstmal nochmal aus. Ne, ich denke mal, die nächste Geschichte, ne. It was a day like any other, as Dai frolicked with the island's monsters, when suddenly, the creatures began to rampage. Dai hurried to Brass, only to find him in a stupor and on the verge of going berserk. After Dai's cries brought him back to his senses, Brass declared that the Dark Lord had returned. Worse still, he grimly predicted that the monsters would turn on Dai. He urged the boy to leave the island. But Dai insisted that a true hero would never abandon his friends. Well put, young man. I couldn't have said it better myself. You must be Dai. First, let me sort out your friends.
I banish you, dark forces. Glimmer! I almost forgot. How rude of me. I am Avon de Zinuar III. I tutor young warriors, coaching them to be tomorrow's heroes. So you're a hero trainer? Yes. I teach all the agents of peace and justice. Heroes, sages, mages. No matter what your raw materials are, I can turn them all into world-class warriors. I am Avon de Zinuar III, but just call me Avon. And this is Pop, one of my brightest students. If he applies himself, one day he'll make a very powerful mage. Avon informed Dai and Brass that the Dark Lord had risen once more. Not only that, the Papnica royal family had given Avon the task of training Dai to become a true hero as quickly as possible. Dai agreed to undertake Avon's special hard course, designed to make him a hero in 1 week, and began the grueling training. For the first day, Dai trained earnestly, practicing everything from unarmed combat and magic to even slicing an enormous boulder. His exhaustion made his movements less wasteful, enabling him to cleave the very rock he had struggled to damage that morning. On the second day, to learn Avon's signature attack, Avon Strash, Dai mastered the basic Avon-style sword technique, Earth Slash. Then, on the third day of training... What sort of training is this, Master? Very simple. You're going to fight me. But this time, I'll be using a special spell. You can use your blade, but I won't be injured by it. It's guaranteed to make my skin harder than any kind of steel. Now, you might want to stand back. Here we go, Pop! A dragon? That really is some spell! Dragons are the most powerful in all of the Monster Kingdom. Only a true hero could face such a creature and survive, let alone defeat it. It's time to prove yourself, Dai. Ich, ja. Also Fazit nach ungefähr 20 Minuten. Wie viel Gameplay habe ich bis jetzt gespielt? 3 Minuten ungefähr? Ich meine, ich finde es ja geil. Ich finde es ja geil. Ne? Also wie gesagt, ich weiß noch nicht halt, ist das wirklich dann ein Streamtitel, wo ich sage, okay Sebastian, das kannst du streamen? Ich meine, ja, mal gucken. Ich weiß es halt nicht, ne? Also wenn ich das, wenn es sich das wirklich so weiterzieht, ne, dass du halt wirklich nur Sequenzen hast. Ja, gut. Ich meine, ich habe dafür kein Geld ausgegeben, ne? Mein Bruder hat es ja gekauft, da ja die Konsolen sharen, ne? Ist auch ein großer Dragon Quest Fan. Ich bin ein großer Dragon Quest Fan. Ich mag die, wie gesagt, die Serie. Puh, ja, mal gucken, wie gesagt, wir sind erstmal am Anfang und gleich nach einer Stunde gucken, wie gesagt, mal gucken, wie es weitergeht und dann, ja, ungefähr ist jetzt mal eine Stunde an, erstmal als angezockt, wenn es dann immer noch so weitergeht, ich denke mal dann, ja, mal gucken, ne, ich weiß es noch nicht, ne, aber gut, wir gehen erstmal weiter, ne, bevor du dich auf eine Quest begibst, kannst du die Spezialangriffe, Spezialfähigkeiten, Zauber und Wunde
Bunt-Erinnerungen deiner Charaktere ändern. Für freie Quests kannst du ändern, welche Charaktere du mitnimmst und welche Outfits sie tragen. Hier erfährst du, mit welchen Gegnern du während einer Quest rechnen musst und was du erhältst, wenn du eine Quest zum ersten Mal abschließt. Wenn du dich auf eine Quest begibst, wähl Leona hilfreiche Gegenstände aus, die du benutzen kannst. Da die Gegenstände für jede Quest einzigartig sind, kannst du sie nicht in andere Quests mitnehmen. Okay, wie gesagt, Gruppe, ja, ist Gottes, ne, ist, ich kann sowieso, glaube ich, noch nichts hier ändern, wir sind ja sowieso erst am Anfang, ne. Ja, wir haben noch gar nichts, ne, deswegen gehen wir einfach direkt in den Kampf rein. Ja. Das hat einfach nichts mit Dragon Quest zu tun. Ja. Nutze Leonas Vorräte mit Kreuz nach oben, also Steuerkreuz nach oben. Es sind mehrere Gegenstände vorhanden. Wechsel zwischen ihnen mit Steuerkreuz links und Steuerkreuz nach rechts. Heilkraut, ne? Wie kann ich das benutzen? Ah, okay, ich steuere kurz nach oben. Da stand auch der Sebastian. Oh Mann, ey. Oh, der taumelt. Atem mit dem Höhlenhieb durchschneiden. Wie kann der? Hä? Durchschlage. Wie soll ich den durchschlagen? Durchschlage. Machen. Wie soll ich den durchschlagen? Hä? Ah, ich glaube so, oder? Klar, muss ja, ne? Ja gut, oder auch nicht. Keine Ahnung, wie... Entweder verstehe ich das nicht, wie soll man das machen? Ja, super, Sebastian, ja gut, egal. Dann lösche ich das einfach, ne? Oder geht's nicht weiter? I must say, I'm quite embarrassed with myself. Huh? Earthquake? No, something worse. It's the magic circle. Someone must be trying to breach it, and whoever it is, they're incredibly powerful. But an ordinary monster wouldn't be able to set foot inside it. Could it be? Was that magic circle your idea of a practical joke? So, you've really returned, Dark Lord Hadlar. Been a while?
thwarted all of my ambitions. You even cost me my very existence. That's why I knew your name. It was you. You're the legendary warrior. You defeated the Dark Lord and brought peace to every kingdom in the land. I can't believe he's really the one who defeated the Dark Lord. I understand you've gone into teaching. If those two are your students, then I have to ask. For warriors of justice, don't you think they're a little small? Out of your way! Boom! You know, I'm glad you decided to come here yourself. Now I can defeat you again and clear the darkness shrouding this world. Such a joke, Avon! Hilarious! Heat and explosion spells are my forte. Did you actually think you could put me down with such a tiny ember? Watch and learn. This is how it's really done. Now burn! Sizzle! Wave slash! You're even stronger than the last time we fought, Hadlar. But how? You really want to know? Because I promise you won't like my answer. And if I'm being honest, I'm going to miss you calling me the Dark Lord. What's that supposed to mean? It's not like I resurrected myself, but now I serve the ruler who did. He was generous enough to bestow upon me more power than you can imagine. Tell me, who is it? The Dark King, Vern. He is a mighty god of the underworld. After you defeated me, I was brought before his throne, and he gave me a glorious new purpose. Now I am the Dark Lord no more, but the Dark Commander, he who leads Dark King Vern's forces. You can fight, but I guarantee it's hopeless. My new master is an omnipotent god of dark. Humanity's destiny is extinction. It's been 15 years, but I'm sure you will remember my offer, Avon. So here's your second chance. All you have to do is join me, and if you do, I'll even let you rule half the world. I refuse. You have no clue what mercy is. Besides, if I did agree, I know you'd still turn on me eventually. Either way, I doubt you have the authority to offer me anything. You're not the Dark Lord anymore, you're just a servant. I'm a commander! How dare you, servant! You regret calling me that, you little punk! Instead of sparing you, I'll make your students watch as I turn you to ash! Eat this! Kaboom! Avon Strat! Yes, I was wondering when you were going to do that. The Avon Strash took my life the last time. However, it appears my resurrected form has the edge. Master Avon! Enough! You want to join your teacher, little one? Children mean nothing to me. If you want to live, get out of my sight. Really? Blood? But that's impossible. That little brat's blade shouldn't have even left
scratch. I've changed my mind. It seems as though Avon's students are too powerful to be left alive after all. I'll make it quick. Master Avon! Yeah. Well put, young man. Couldn't have said it better myself. You must be Dai. Schwierig. Also einen Vorschlag hätte ich noch. Ne? Ich meine, ich könnte es weiter streamen. Ne, weil das Spiel jetzt, wir sind ja jetzt mal am Anfang, ne, noch des Spiels. Aber ich weiß noch nicht, was uns erwartet ist. Ich sag gleich was dazu. Bunterinnerungen sind Erinnerungen an die Freunde, die Dai und die anderen bei ihren Abenteuern gewonnen haben. Im Laufe der Geschichte erhältst du neue Bunterinnerungen. Rüste sie aus, um Erinnerungen an deine Abenteuer zu wecken und allerlei Kräfte zu entfesseln. Im Laufe deines Abenteuers werden die gesammelten Bunterinnerungen miteinander resonieren und noch weitere Kräfte entfalten. Das nennt man Buntresonanz. Du kannst deine Charaktere im Charaktereditor unter Bunterinnerungen mit erworbenen Bunterinnerungen ausrüsten. Okay. Denk an das Ausrüsten der Bunterinnerungen, bevor du eine Quest startest. So viele Bunterinnerungen. Ja, mal gucken, ob ich das merken kann. Na, was ist das? Ach, ich glaube, das habe ich nicht abgeschlossen, oder? Eine neue Erinnerung wurde zum geteilten Sammelalbum hinzugefügt. Zuschauer. Zurückschauen auf deine Abenteuer. Im geteilten Sammelalbum kannst du auf Bunterinnerungen und andere Momente aus Dais Abenteuer zurückblicken. Es fühlt sich stetig, je weiter du in der Geschichte voranschreitest. Es verrät dich auch, wie du neue Geschichten oder Erinnerungen bekommst, die du noch nicht gesehen hast. Also mein Vorschlag ist es. Ne? Ich werde das, also wenn ich das weiter streamen werde, werde ich das wahrscheinlich ohne Cam weiterspielen. Ich weiß nicht, ob das dann in Ordnung ist und einfach dann die Story genießen. Weil wenn ich sehe, weil ich das, guck mal, jetzt zum Beispiel ist wieder, ne, siehst du das? Hier ist ein Kampf. Ne, guck mal, hier ist ein, ne, eine Szene. Dann ist sie wieder eine Szene, dann kommt ein Kampf, der ungefähr 2-3 Minuten geht, weiß nicht, vielleicht länger. Je nachdem 5 Minuten, dann kommt wieder eine Szene. Ich weiß nicht, ob dann noch wieder ein Kampf, dann wieder, weißt du, was ich meine? Deswegen, das wäre jetzt mein Vorschlag, ne? Dass wir das an dieser Stelle hier abbrechen werden, dass ich das morgen dann so machen werde. Ab morgen. Dass ich das morgen Abend wahrscheinlich so machen werde. Dass wir dann wahrscheinlich jetzt erstmal was anderes spielen werden. Oder wir gehen nochmal rein, aber wie gesagt, das bringt nichts. Ich meine, wir können jetzt weiter, ne, die 10 angucken. Oder ich könnte auch damit jetzt fortsetzen, je nachdem. Ne, das könnte ich auch machen. Aber ich weiß es halt nicht. Ne? Ich muss mir das wirklich noch überlegen, ob ich das so machen werde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe
Ich sag mal so, ich habe einen Trailer gesehen, ja, wo halt die es angekündigt haben letzte Woche. War das letzte Woche oder vor zwei Wochen? Weiß nicht, ne, auf der Tokyo Convention da. Ne, die war ja, doch, die war ja letzte Woche gewesen, letztes Wochenende. Und da habe ich das gesehen, ne, einen Trailer habe ich gesehen. Nur ein bisschen. Und so wie ich das jetzt sehe, ja, ich weiß nicht, ist es ein richtiges Dragon Quest? Also ein richtiges Dragon Quest hat ja Open World. Ja, und das ist irgendwie so ein Anime, also nur mit Kämpfe, gibt zwischendurch, man hat es gesehen, Nebenquests, Spielsequenzen, ne. Ja, ich würde es auf jeden Fall durchspielen, also safe auf jeden Fall weiterspielen, aber ich muss noch, wie gesagt, das überlegen, ob ich das so durchführen werde, wenn dann, ja, mal gucken, ne, wie gesagt, ich weiß nicht, ob mir dann jemand noch zuschaut, keine Ahnung, ne. Ich weiß es aber nicht, einfach mal testen. Und ja. Ich denke mal, das geht so in die Richtung wie One Piece. Ne, also ich habe ja auch das. Ich habe hier ein One Piece habe ich hier. Ne, seitdem habe ich kein weiteres mehr geholt von den Spielen. Ne, das Burning Blood heißt das Burning, glaube ich. Ne? Das ist schon sehr alt. Und das ist ein bisschen so ähnlich auch so, ne? Also, wie gesagt, Kämpfe, Geschichte. Ne? Und ja. Ich, wie gesagt, mache jetzt mal einen Cut. Ich mache jetzt mal Cut mit Dings, ne? Hier an dieser Stelle und dann. Ich überlege mir das, ob wir das morgen dann weiter fortsetzen werden oder nicht. Das. Mal gucken. Einfach überlassen, ne? Überraschen. Überraschen lassen, ne? Ja. Genau.